Genau, es ist heute der letzte Tag. Es ist mittags um 12 Uhr oder sowas. Also gerade mal eben so aber Mittag. Ich bin hier rum, hab den Mädels gerade mal in Long Island gesponsert. Und boah, da ist Material drin. Also cheers auf letzten Day. Berlin. Ich habe das Gefühl, ich schmecke das schon alles. MD. Sachsen-Anhalt. Ich schmecke die ganze Zeit. Cheerio. Oh, ich gerade beschäftigt, weißt du? Assistentin für Rücken eingegeben. Ja, ist klar, ne? Also, wenn die Leute vom Fernsehen da sind, dann ist man natürlich hier als Moderator sehr unwichtig. Ne? Aber egal. Jan, beautiful Jan, please come to mine. Machst du da? Ja. Yeah. Cheerio. Jan. Und rauchen natürlich. Mama, ich weiß, soll ich nicht, aber egal. Carl Zeiss aus Jena. Hier, Jena. Und natürlich Hilmar H. Double H. Stopp ist, ne? Prädestiniert für. Hallo. Double H. Prädestiniert für. Hallo. So, jetzt hat's konfiziert. Für was? Ich muss sagen, die Woche war absolut fett. Die anderen Mädels sind alle zum Shoppen gefahren, aber da auf meiner Stirn ja nicht Packesel steht und ich einer der wenigen Jungs gewesen wäre, ja, kannst du sehen, Packesel steht dort nicht, der einer der wenigen Jungs gewesen wäre, die reicht. Da ich einer der wenigen Jungs gewesen wäre, die mitgefahren wären, und da wäre ich ja der Packesel gewesen. Und Packesel ist immer scheiße. Hilmar Hinkers von RTL hier in Rasselkeimer am Strand und er hat was gelernt, meine Damen und Herren. Nämlich, wie habe ich mein Bier auf jeder Stehparty unter Kontrolle? Richtig, willst du jetzt ein Interview von mir? Oder? Ja, das wäre schön, Herr Hinkers. Habe ich gelernt, und zwar von dem jungen Mann, der, ich kann jetzt leider nicht mit dem Kopf auf ihn zeigen, das wäre typisch für mich. Ich muss mal ein Bier trinken. Der hier, der kann das besser. Hey, yo, peace to Germany.